So, liebe Freunde, wir sind wieder da mit der Silberrunde und sehen ein Match zwischen Leon Heischeid und Clemens Roig, die beide ihr erstes Match in der Gruppe 12 der Silberrunde gewinnen konnten. Also, wer dieses Match gewinnt, macht einen Riesenschritt in Richtung K.O.-Phase. Die ersten zwei setzen sich durch. Aber bei Leon läuft es noch nicht so ganz. Nach 6 Starts hat er ein Average von 10. Muss auch das erste Bühnenspiel von beiden sein dieses Wochenende? Oder ja. Ist die Erinnerung? Ich weiß ja nicht. Nee. Clemens weiß ich gerade nicht, ob wir den einmal gesehen haben. Das kann sein. Ich war gestern auch nicht die ganze Zeit hier. Deswegen weiß ich es nicht zu 100%. Aber auf jeden Fall. Aber Leon ist noch deutlich in Nervosität zu sehen. Ne? Da ja, das ist sehr shaky, was er da spielt. Und wir haben es uns angeguckt. Der hat in seinem ersten Match ja gewonnen. Der hat dann einen Average von so an die 50 gespielt. Und da müssen wir schon sagen, ich glaube, das ist da wirklich die Nervosität gerade, die ihm da ins Gesicht steht, auf der Bühne zu spielen, im Stream. Der weiß, es wird übertragen, das kann man mir hinterher nochmal angucken, vielleicht guckt der eine oder andere Freund zu, könnt ihr euch gerne mal melden. Ja, die Fragen kommen rein bezüglich des Boards, das haben wir leider, kriegen wir leider nicht besser hin. Wir haben ja auch unseren Techniker am Werk, der sich das Ganze schon anguckt hat, da schon ein bisschen dran rumgeschraubt hat. Aber es liegt einfach an der Bordbelichtung. Die Kamera kriegt es leider nicht besser hin. Es tut uns leid, aber wir können den Großteil ja erkennen. Genau, heute die ersten Checkdowns verpasst, aber hat noch massig Zeit für das erste Leck hier. Die sind eigentlich gut, die ersten beiden. Und dann rutscht er in den Doppel-5. Oh, das Leben ist ein bisschen selbst schwer. Leon hat jetzt schon ein bisschen besser reingefunden in die letzten Darts. Er drängt drauf. Ah. Und versenkt auch direkt. Ganz unten links platziert in der Doppel-15 zum 1-0 Clemens Roig. Ja. Das ist der Start. Ja, wie gesagt, zweites Leg. Vielleicht ist Leon jetzt auch ein bisschen lockerer. Und du siehst auch schon, das muss nicht immer was heißen, aber er hat ein eigenes Trikot. Ich finde, er hat einen relativ guten Wurfstil oder einen, wo man zumindest sieht, dass er häufiger Darts spielt. Ja. Und der kann sicherlich mehr als hier ein 36er Average zu spielen. Clemens Roig auf jeden Fall auch ziemlich groß. Ja, sehr groß. Müssen wir dann die Kamera sonst noch mal ein bisschen justieren. Passt gerade noch so in der Bildaufstelle rein. Eckert, wer ist der große Dartspieler auf der Tour? Bruce Kretschmer, Vincent van der Voort war mal, ja. Vincent Kampo, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der war auch sehr groß, auch mal Tourcard-Inhaber. Kein Tourcard-Inhaber aktuell, aber auch sehr groß, Danny van Treib. Ja. Und hat er nicht noch die Tourcard? Ja, das kann auch sein. Du weißt es wahrscheinlich. Ich glaube, es ist noch die zweite, aber die Challenge-Tour, meine ich, dass er noch die Karte hat. Ja. Aber sieht es nicht so gut aus, dass er die noch weiter behält, aber das sind so die großen Dartspieler, die ja schon eher nach unten dann fast werfen. Ne? Ja. Ja, bei Nico, den wir hier im Stream ja auch schon mehrfach gesehen haben, auch schon gestern mit dem Spiel, sieht man ja auch, der ist halt erst 14, der ist noch ein bisschen kleiner, der wirft den Dart immer so nach oben raus, ne, weil er einfach von der Größe her natürlich ein bisschen mehr nach oben werfen muss. So, jetzt kommt hier mal eine Frage rein, das ist einfacher zu spielen für Anfänger, 24 oder 22 Gramm Darts, ich würde nicht sagen, dass es da irgendwie die perfekte Lösung gibt, ausprobieren, was fühlt sich am besten an für einen selbst. So der Klassiker sind ja so 21, 22 Gramm. Vielleicht
da mal ein bisschen ausprobieren. Wenn man merkt, ach, die sind mir zu schwer, die sind mir zu leicht, dann wechselt man halt. Ja, also da kann man eigentlich nichts mit falsch machen, mit 24 oder 22. Der Klassiker, wenn es ein Dartschirm um die Ecke gibt, ne, einfach mal hinfahren. Da kann man auch die Darts mal ein bisschen Probe spielen und dann wird man auch meistens sehr gut beraten. Ja. Und sonst auch in den Mannschaften. Ne, einfach Neulinge, da ist eigentlich eine hohe Hilfsbereitschaft auch immer von Mitspielern. Kann ich sehr empfehlen. Habe ich selber auch gemacht. Einfach mal vielleicht zu einer Competition fahren, einfach mal mitspielen. Mal zu einem Training, auch sehr spannend. Habe ich neulich auch das erste Mal tatsächlich mir wirklich mal angeschaut. War in München. Liebe Grüße an den IFP, Irish Folk Pub. Sehr traditionsbehafteter Dartsort in München. Und war da einfach mal beim Training. Und da hat man am Ende so eine Übungskompetition gespielt. Und da war wirklich auch ein ausgebildeter Trainer da und hat sich ein bisschen den Wurf angeguckt. Und wir haben echt auch lustige Trainingsspielchen gespielt. Das Board wurde abgedeckt und man hat einfach nur geschaut, die Darts zu gruppieren. Das war echt spannend. Man hat auf ein Bein mal geworfen, um sich mehr zu fokussieren. Also das war schon ganz cool. Kann ich jedem empfehlen, der da Lust hat, sich vielleicht ein bisschen zu entwickeln, zu trainieren, da einfach mal vorbeizugucken. Und das finde ich so schön im Darts, besonders im Darts ist mir das aufgefallen, dass es einfach auch viele gibt, die da sehr offen gegenüber Neulingen sind. Gar kein Problem, auch wenn man noch nicht viel gespielt hat. Ja. Einfach mal vorbeigucken. Also das Thema Dart-Workshops nimmt auch wirklich zu. Es gibt sehr, sehr viele, auch echt qualifizierte Leute, die Dart-Workshops anbieten. Ja. Wie du schon gesagt hast, da werden verschiedene Übungen gemacht, ne? Auch dann auch mittlerweile viel auch im mentalen Bereich, ne? Für die Leute, die echt ambitionierter sind, auch, wo man noch mal ein paar Prozent vielleicht rauskitzeln kann, ne? Wenn man sagt, okay, ich stagniere so ein bisschen die letzten Jahre, wie kann ich doch noch irgendwie mich vom Niveau her steigern, und da ist vielleicht ein Workshop auch so eine gute Sache, ne? Also kann ich eigentlich auch nur empfehlen, das mal ausprobieren und einfach mal schauen, ob das einen vielleicht noch mal ein paar Prozent nach oben bringt. Ja. René Adams zum Beispiel bietet sowas ja auch an. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also wenn man auch mal Lust hat, das vielleicht bei einem Profi oder bei einem Spieler mit Profiniveau zu machen, ist das auch möglich. Aber wie gesagt, das wird in sehr, sehr vielen Städten wird das angeboten und Orten. Schaut einfach mal vorbei. Wahrscheinlich reicht da schon der lokale Dartsverein. Ja, denke ich auch. Ja, Clemens Rolk hat hier alles im Griff, muss man so sagen. Doppel 2 war gerade. Der Check da zum 2:0 ist auch hier nach 18 Darts auf 86 Rest. Triple 18 probiert er, 82, probiert er über das Bull zu spielen. Zweimal der Versuch, sich die Doppel 16 zu stellen. Trifft mit dem letzten dann, glaube ich, aber die Triple 15, ja. Ja, aber Leon etwas schade, dass er nicht sein Niveau abrufen konnte jetzt hier auf der Bühne. Nee. Nicht die Triple 15 getroffen, pardon. Interessanter Weg bei 52 ist. Ja, gerade auch schon mal die Doppel 18 versucht. Also scheint doch sein präferiertes Doppel zu sein. Gibt ja ein paar Spieler, die Doppel 18 dann doch gerne mögen, aber der switcht dann auf die Doppel 9. Das ist das Entscheidende. Ja, das ist ja der Grund, warum wer den Podcast von Elmer und Robert Marjanovic ab und zu mal hört, warum Robert sich immer gegen die Doppel 18 ausspricht. Weil man eben diesen Switch rüber hat auf die 9, der natürlich schwierig ist, und weil nach der 9 dann schon das Umstellen folgt. So, ist er drin? Nee, sieht nicht so aus. Also noch Chancen für Leon. Ja, aber der sieht Niederlander schon so ein bisschen auf die letzten Aufnahmen, bis mal die Triple 20 getroffen. Ich glaube, der weiß ja auch, was für ein Niveau er spielen kann. Und war der drin? Nee, immer noch nicht. Kriegt das jetzt so? Der letzte da, wie immer der schwerste. Mhm. So ist das. Mal schauen. Ja, Leon hat immer mal wieder vereinzelt gute Darts dabei, aber dann doch viele, die auch sehr weit abrutschen. Ja,
und Rock jetzt auch ein bisschen am Verzweifeln. 140. Ja. Ja, da signiert er tatsächlich ziemlich. Man weiß auch, dass er das besser kann. Und da ist es, das Madhouse, getroffen. Übers Madhouse das 3:0 für Clemens Roig, der damit nahezu die K.O.-Phase sicher haben sollte. Ist eine Vierergruppe. Die ersten beiden setzen sich durch. Zwei Siege sollten da eigentlich schon reichen. Also können wir schon mal Glückwünsche ausrichten in Richtung Clemens. Für Leon war das sicherlich ein Spiel zum Vergessen. Wobei, er hat im Stream gespielt und Marvin van den Boom hat kommentiert, also viel besser geht's ja gar nicht. Er hat noch gute Chancen, wenn er noch ein weiteres Spiel gewinnt, kann er auch noch weiterkommen. Dann hat er 2-1, das könnte ja auch noch reichen. Ja. Deswegen, ja, das abhaken stimmt. Und weitermachen. So ist es. Frage im Chat, spielt Sarah auch mit im Turnier? Nein, die hat sich dagegen entschieden mitzuspielen, aufgrund der ganzen Organisation, ist aber hier überall unterwegs, kümmert sich um diverse Belange, genauso wie Lukas. Und die beiden spielen nicht mit. Vielleicht im nächsten Jahr ja wir beide. Schauen wir mal. Oh. Das muss ich mir noch überlegen. Ich bin mir sicher, für die Bronzerunde wird es reichen. Ja. Also um in die Bronzerunde zu kommen. Zu mir auch nicht. Wahrscheinlich. Na, schauen wir mal. Also, kurze Pause und dann melden wir uns zurück mit dem nächsten Spiel in der Silberrunde.